Hallo und herzlich willkommen. In der letzten Folge passte das echt gut mit dem Cut an dieser Stelle. Von daher fortfahren. Wir sind der vierte König, König George. War das dann der erste König? Hallo? Ich möchte dahin. Könnte ich dahin? Ja, ich kann dahin wandern. Moment. Das müsste dann der zweite gewesen sein, ne? Naja, okay. Wir sind auf jeden Fall George, der aus dem Dschungel kam. Und ich suche meine Maus. Da. Die Nachricht lautet: Ein Dorf im Süden fördert Polygamie. Oh. Kirche oder Armee? Kirche. Das Königreich im Süden behauptet, ihr wärt mit ihrer Prinzessin verlobt. Lehnt ihr es ab, König? Könnte es Krieg werden, meine Güte. Nein, ich lehne nicht ab. Hallo? Vielleicht habe ich jetzt abgelehnt versehentlich. Majestät, ein Doktor hat das Leben meines Neffen gerettet. Fast wie durch Zauberei. Er ist jetzt hier. Lasst ihn herein. The Wise. So, wir haben ein Ziel erfüllt, nämlich den Doktor. Ich bin Doktor, Alchemist, Giftmischer. Ich kann für das Leben Sorge tragen oder auch für den Töd. Genau. Konzentriert euch aufs Leben. Die Händler möchten eine neue Gilde gründen und entsenden ihre Vertreter an den Hof. Ja, gründet eine Gilde, das gibt uns Geld. Wir sollten das Königreich im Süden angreifen, es wird mit jedem Tag stärker. Nein, kein Krieg. Mein König, offenbar ist die Hygiene in eurer Armee sehr schlecht. Dafür sollten wir mehr Geld aufwenden. Wir haben recht viel Geld im Moment, also ja. Der Tropenfluss flutet, meine Güte, was ist denn los heute? Der Tropenfluss überflutet große Teile des Landes. Wir brauchen Hilfe von der Kirche und der Armee. Ich würde sagen, wenn ich das dazu stimme, werden die mich wahrscheinlich alle bis auf das Volk nicht mögen. Und ich muss Geld ausgeben. Ja. Eure Kirche ist schwach und das Go Volk lästert Gott. Nein. Scheiße. Gehen wir zusammen aufs Frühlingsfest? Für eure Besucher könnte ich meine hübschen Freundinnen einladen. Ja? Oh, Kirche mochte das nicht. Majestät, die Wölfe fressen unsere Kinder. Dürfen wir sie jagen? Ich werde sie selbst jagen. Die Jagd war ein Erfolg. Heute Abend gibt es ein üppiges Paket Wölfe zum Essen. Na gut. Ich weiß nicht, das wird die Kirche bestimmt nicht mögen, ne? Und mein Säckel auch nicht. Verteilt das Fleisch ans Volk. Warum mag die Kirche das nicht? Der Feind will einen Friedensvertrag. Das ist die beste Methode, den Krieg zu beenden. Ja. So, Volk mag uns total. Majestät, ich bin Meister Courtney, Leiter der Händlergilde. Bitte nehmt ein Zeichen meiner Dankbarkeit an. Ja. Her damit. Ich möchte der sagenhaften Umwandlung von Blei in Gold nachgehen. Finanziert ihr die Forschungen? Wenn ich sage nein, ist das gut für die Kirche, richtig? Ja. Ein Schiff steht unter Quarantäne. Es könnte die Pest an Bord haben. Soll der ganze Hafen unter Quarantäne gestellt werden? Leider ja. Das Volk mag das. Ein heiteres Grüppchen eurer betrunkenen Soldaten hat ein Kloster geplündert. Wir wollen Gerechtigkeit. Prinzipiell ja, ne? Wenn ich nein sage, mag die Kirche das ganz und gar nicht. Und so ist der Schaden nicht ganz so groß. Getreide ist derzeit sehr billig, Majestät. Ihr solltet den Brotpreis anpassen. Ich würde sagen, verdoppelt ihn. Da kriegen wir viel Geld und es wird beim Volk sehr reinhauen, negativ. Aber das Volk mag uns eigentlich sehr. So. Die Bevölkerung im Norden ist abergläubisch und gottlos. Baut ihr mehr Kirchen? Wenn ich Nein sage, wird das nur negativ für die Kirche sein. Ich muss Ja sagen. Die Bergleute weigern sich, noch tiefer zu graben. Sie wollen mehr Geld. Ist das jetzt ein negativer Einfluss aufs Geld, wenn ich Nein sage? Nein. Eure Armee braucht einen guten Anführer und ihr habt mich ausgewählt. Hört auf meinen Rat. Ja? Gut. Der Doktor betreibt gottlose Experimente in diesem verborgenen Raum. Das muss enden. Nein.
Das war nicht so gut für die Kirche. Okay, grr, grr. Sehr gut, danke. Der Alte regiert mindestens 20 Jahre. Erstaunlich. Also wenn man mal ein bisschen nachdenkt, nicht so wie bei meinem ersten Versuch, dann ist das gar nicht so schlecht, wie man hier vorankommt und so weiter. Okay. Man kann nie zu gut vorbereitet sein, ihr müsst mehr Soldaten rekrutieren. Wenn ich sage ja, wird das negativ sein für meinen Geldbeutel und das Volk, vermute ich. Wenn ich nein sage, wird das nur negativ für das Militär sein, aber sehr negativ. Ich riskiere es. Wir müssen auf jeden Fall jetzt Geld machen. Eine Explosion in der Mine hat mindestens 100 Leute getötet. Sollen wir weitergraben? Ja, wir brauchen Geld. Der Turm der Basilika verfällt, wir brauchen eure Hilfe. Ja, wir müssen uns ein bisschen gut stellen mit der Kirche. Im Gefängnis gab es einen großen Ausbruch. Wir müssen einen Suchtrupp organisieren. Ja. Wir wollen einen neuen Marktplatz bauen. Er wird unserer Wirtschaft den Fernhandel eröffnen. Ja. Sollten wir in Nachbarländern Botschaften einrichten? Vielleicht können wir so Kriege verhindern. Leider ja. Puh, da müssen wir jetzt aber Geld sammeln, sparen. Wir haben eine unbekannte Leiche im Verlies entdeckt. Ihre Hände fehlen. Sollen wir die Garnison verstärken? Das bringt doch nichts. Wir haben eine weitere Leiche im Verlies entdeckt. Die Leute werden nervös und fordern Sicherheit. Nein. Ich habe kein Geld mehr. Eine junge Frau behauptet, ihr Sohn sei von euch. Sollen wir das Problem beseitigen? Ja, bitte. Ihr hört nie wieder von dieser Frau. Okay. Ich weiß gar nicht, was passiert ist mit der. Ein paar wütende Städter machen Jagd auf Hexen. Dürfen wir tödliche Gewalt einsetzen, falls nötig? Nein. Die Ursache des Aufbruchs war wohl vergifteter Roggen. Sollen wir unsere Getreidevorräte verbrennen? Schwierig. Ja. Ohne Vorräte besteht das Risiko, dass euer Volk in den kommenden Jahren hungert. Ja, ich weiß. Dies ist der kälteste Winter der... Ah, super. Der letzten 30 Jahre nach einer schlechten Ernte hungert euer Volk. Ich kann nicht helfen. Ich kann kein Geld ausgeben im Moment. Die Wikinger greifen uns an. Wir müssen unser Königreich im Norden verteidigen. Egal, was ich tue, ich werde Geld verlieren. Und ich glaube, wir werden jetzt sterben nach 32 Jahren Herrschaft. Greift sie an. Euer Volk verhungert, Majestät. Der Brotpreis ist zu hoch. Leider nein. Rexy... Oh, das Volk mag uns auch nicht. Rexy jault und irgendwas stimmt nicht. Den Hund streichen. Oh, oh, oh. Diabolus. Die Zeit ist verschwunden. Der Raum aus den Fugen. Und da ist er wieder. Euer Mund schließt sich, als hättet ihr nie einen gehabt. Kleiner König, kleine Marionette. Kein Wort. Wenige Gedanken. Viele Tode. Vor Jahrhunderten habt ihr im Gegenzug für eure Seele ewige Macht verlangt. Zum Glück war von Unsterblichkeit nicht die Rede. Jeder eurer Tode ist ein Genuss. Und ein noch größerer ist die Wahl, vor die ich euch jetzt stelle. Geht, kleine Marionette, wir sehen uns in 666 Jahren wieder. Der Teufel. Okay, wir haben den Teufel kennengelernt, aber ich find's echt gut, denn der hat uns die ganzen Parteien hier wieder aufgefüllt. Todeswunsch, der nächste Charakter, zu dem ihr ja sagt, wird sterben. Okay, kein Problem. Die Kirche befindet sich in einer Krise, ihr müsst unsere Religion reformieren. Ja, sehr gerne. Tschö. Gebt uns genug Macht, um in eurem Land Gottes Recht durchzusetzen. Der Papst ist bereit, dafür zu bezahlen. Wenn der Papst bezahlt, bitte. So. Gebt uns genug Macht, ja. Später in diesem Jahr wird eine schrecklich zugerichtete Leiche aufgefunden. Vielleicht können wir dank der diplomatischen Bemühungen unserer Botschaften dauerhaft für Frieden sorgen. Man weiß es nicht. Ja, das mag aber das Militär offenbar nicht. Lange lebe der König, heute werdet ihr 50 Jahre alt. Das ist ja ein Traum. Majestät, der König des Westens besucht uns. Welch eine Freude. Wir sollten ein großes Bankett veranstalten. Ich bin dafür. Das Militär mag das nicht. Ganz schlechte Idee. Der König wird lieber jagen gehen. Gute Idee. Nein, Herr, die Diplomatie und der gute Geschmack verbieten
gebieten ein Abendessen. Machen wir beides. Oh. Während ihr alles für seinen Besuch vorbereitet, überfällt euer Gast euer Land und schickt euch ins Exil. 39 Jahre haben wir geherrscht und jetzt sind wir tot und liegen im Schlamm. Ich find's sehr lustig. Es ist passend, nach 10 Minuten etwa endet wieder ein Leben. Ich würde sagen, ich nutze das erneut. Und wir sind in der besten Liste natürlich mit 39 geherrschten Jahren. Finde ich cool, hatte ich tatsächlich im Privatspiel auch noch nicht. Ich würde sagen, wir beenden die Folge und wir sehen uns dann in der nächsten und hoffen, dass wir da noch länger herrschen. Bis dahin, ciao, ciao.